In diesem Video gebe ich dir 5 Tipps, auf die du achten kannst, damit du einen sehr, sehr hochwertigen Look in deinen Aufnahmen herstellen kannst. Die Tipps sind gar nicht so schwer, man muss diese Bereiche einfach nur kennen und sie dann auch anwenden. Und in dem Sinne wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. In den letzten paar Monaten habe ich sehr, sehr intensiv an meinen privaten Videoprojekten gearbeitet und habe dabei gemerkt, dass sich mein Look irgendwie stark verändert hat, und zwar aus meiner Sicht zum Positiven. Darüber habe ich nachgedacht und mir sind tatsächlich 5 Kategorien aufgefallen, an denen ich anscheinend gearbeitet habe und die dazu geführt haben, dass der Look jetzt einfach ein bisschen hochwertiger ist. Und diese 5 Kategorien bzw. Tipps in diesen 5 Kategorien, die gebe ich dir jetzt mit. Der erste Bereich, der mir aufgefallen ist, ist das Thema Einstellungsgrößen bzw. Kadrierung, und zwar in welchem Bereich, in welchem Ausschnitt nehme ich mein Bild auf, sprich in welchen Brennweiten und mit welcher Nähe zu der Person, die ich filme, nehme ich das Ganze auf. Und da ist mir aufgefallen, dass ich früher wahnsinnig weitwinklig gearbeitet habe. Ich glaube, das kommt von meinem Sporthintergrund, vom Skateboardfahren. Da war immer wichtig, dass alles drauf ist. Und beim Filmmaking ist das nicht so, beziehungsweise behindert dich das auch in deinem Storytelling. Denn du solltest bei der gewählten Brennweite beziehungsweise bei der Kadrierung immer überlegen, was du dem Zuschauer jetzt eigentlich gerade zeigen möchtest. Es ist okay, bei einem Establishing-Shot wirklich weit aufzunehmen, um einfach die ganze Szene zu zeigen. Aber relativ häufig fährt man einfach besser mit höheren Brennweiten und geht einfach näher ans Objekt dran. Also trau dich auf jeden Fall auch mal näher ranzugehen und probier dich mit verschiedenen Brennweiten aus. Für die meiste Zeit sorgt das aus meiner Sicht wirklich für einen besseren Look und man ist einfach näher dran bei dem, was gerade passiert. Der zweite Bereich, auf den ich jetzt wirklich sehr stark achte, ist das Thema Set-Design, also wie schaut das Set aus, an dem ich filme, und vor allem der Hintergrund. Früher habe ich einfach drauf losgefilmt, Hauptsache die Aufnahmen sind im Kasten, und heute schaue ich wirklich mehr drauf, dass der Hintergrund spannend ist, dass er visuell einfach gut ausschaut und dass das Ganze auch mit dem Storytelling, also mit meiner Geschichte, übereinstimmt. In diesem Interview-Shot, das ist mit Sicherheit auch nicht das schönste Set, aber da haben wir ein Practical Light, das sorgt für so ein bisschen Color Contrast. Dann haben wir ein paar Gegenstände, die mit der Story was zu tun haben. Also bei dem Künstler stehen diese Figuren im Hintergrund. Und das Ganze wirkt einfach optisch schön. Gerade bei Interview-Shots sollte man da immer drauf achten, denn da bleibt dir der Hintergrund statisch und deine Zuschauer schauen halt sehr, sehr lange auf diesen Hintergrund. Und wenn man sich da ein bisschen traut, beim Set-Design noch was auszuprobieren und nicht sofort drauf losfilmt, dann passt das Ganze viel, viel mehr optisch zu deinem Bild, zu deiner Story und wirkt sehr, sehr hochwertig. Der dritte Punkt, auf den ich jetzt sehr, sehr viel Acht gebe, ist das Thema Lichtsetzung. Also wie leuchtest du das, was du aufnimmst, einfach aus? Früher habe ich alles einfach hell gemacht, damit man alles gut erkennen kann, und das ist erstmal von der Idee her gar nicht falsch. Allerdings setzt man damit keine Akzente. Das Bild wirkt sehr, sehr flach, weil einfach alles angeleuchtet wird, und es unterstützt vielleicht auch gar nicht diese Art von Geschichte, die du erzählen willst. Das Licht gibt dir dann dabei die Möglichkeit, wirklich den Fokus, also da, wo deine Zuschauer hinschauen, auf bestimmte Details zu lenken und eben nicht einfach alles flach auszuleuchten. Außerdem gibst du dem Ganzen ein bisschen Atmosphäre und ein bisschen Tiefe im Bild. Mir persönlich gefällt Backlighting wirklich sehr, sehr gut. Das heißt, das Licht kommt eigentlich immer von der gegenüberliegenden Seite der Kamera und eben nicht von der Seite der Kamera. Dazu sage ich aber später beim Thema Tiefe auch nochmal ein bisschen was. Der vierte Punkt ist das Thema Tiefe schaffen bzw. Plastizität. Ein Video ist nun mal einfach 2D und es gibt verschiedene Tipps und Tricks, wie das Ganze einfach ein bisschen Tiefe bekommt. Und es gibt Dinge, die kann man falsch machen, dann schaut das ganze Bild einfach sehr, sehr flach aus. Ein Trick ist erstmal ganz einfach, um Tiefe zu schaffen, film dein Interview oder film deine Subjekte nicht einfach direkt vor einer Wand, wo kein Abstand ist. Sorg also dafür, dass einfach genügend Abstand zwischen der Person und der Wand ist. Außerdem würde ich nicht flach gegen die Wand filmen, sondern mir in den Winkel in dem Raum suchen. Das heißt immer so schön, man soll in das L des Raumes filmen. Also man stellt sich einfach ein L vor und da gibt es eine kurze und eine lange Seite. Wenn du jetzt in die lange Seite auch noch Fenster mit reinbringst, kriegst du schon mal wieder deutlich mehr Tiefe im Bild. Da helfen vor allem auch andere Lichtquellen oder auch Fenster. Der fünfte Punkt ist nochmal das Color Grading. Das habe ich ja in einem extra Video schon angesprochen, deswegen werde ich mir jetzt auch kurz fassen. Und zwar geht es einfach darum, auch nochmal durch das Color Grading die Story zu unterstreichen. Also ist es eher ein tristes Setting, ist es farbenfroh und heiter, dann kann man entsprechend graden. Und man kann durch das Grading auch bestimmte Farben eher in den Hintergrund pushen und andere hervorheben und so auch nochmal dieses visuelle Storytelling unterstützen und die Aufmerksamkeit von den Zuschauern eben auf einen Bereich lenken
und von dem anderen Bereich wegnehmen. Ich hoffe, diese 5 Bereiche und diese Tipps, die ich dir jetzt gezeigt habe, helfen dir, einen hochwertigen Look in deinen Aufnahmen zu erzeugen. Mir ist auf jeden Fall gut getan, mich mit diesen Bereichen auseinanderzusetzen und ich bin aktuell mit meinem Look ganz zufrieden. Jetzt würde mich noch interessieren, in welchen Bereichen, die ich jetzt gerade genannt habe, du dich schon gut auskennst oder woran du gerade noch arbeitest. Da steckt dir am meisten Potenzial. Schreib mir das gerne mal in die Kommentare. Und wenn dir meine Videos gefallen, dann kannst du mich mit einem Abo auch unterstützen. Dann sehen wir uns im nächsten Video auch wieder. Bis dahin, mach's gut. Ciao.